Die Auswirkung der Brandschutzrichtlinien, weil wir ja auf Terrassen jetzt die ganze Zeit darüber sprechen, das gibt da auch Neuerungen im Bereich von Brandschutz. Die Brandschutzrichtlinie 1415, diese Verwendung von Baustoffen, nicht vollflächig geschlossene Terrassenböden usw., so welche auf einer brennbaren Deckung aufliegen. Brennbare Deckung ist die Abdichtung gemeint, ob Kunststoff- oder Polymerbetonbahnabdichtung, die ist brennbar. Sind von diesem mit einer durchgehenden Schicht aus Baustoff RF1 zu trennen. Das heißt, das sieht man hier fast noch besser, wenn wir Terrassen haben, Holzroste zum Beispiel oder Stelzlager mit offenen Fugen und darunter die Abdichtung, die ist dann eben nicht RF1, braucht es eine Schicht darüber, durchgehende Schicht RF1, zum Beispiel ein Brandschutzvlies. Wie wir es hier vorhin noch hatten. Bitte. Auf dem Blauen, Kickoff. Ah, ja. Da ist es, das ist das Brandschutzvlies, das man heute einsetzt in diesem Bereich auf der Terrasse. Also das braucht ihr nur, wenn ihr offene Fugen habt. Wir gehen davon aus, dass hier die Brandschutzbehörde sich überlegt hat, wenn irgendjemand da oben grilliert, Kohle, was auch immer. Zigaretten. Unser Vorschlag war doch einfach dickere Zigaretten zu machen, aber Zigaretten löschen unterdessen. Genau, nicht. Also braucht es halt. Wir sagen es nur, dass, weil das natürlich wieder Kosten verursacht. Unter euch, die Kostenvoranschläge macht, ist schnell mal wieder irgendwo 12, 14 Franken auf dem Quadratmeter. Natürlich mehr Kosten durch das Verlegen. Von so einem Brandschutzvlies. Ja. Also die braucht es nicht nur bei Terrassen, sondern auch bei Balkonen. Genau, also wir brauchen. Wenn Balkone übereinander sind, braucht es doch diese Schutzschicht. Ab 11 Meter, wohlverstanden. Ja, ja. Balkone. Bei RF1, wenn ich RF1 benötige. Genau. Also es geht darum, wenn ich eine Abdichtung, eine Brennbare darunter habe, dann brauche ich dieses Brandschutzvlies. Genau. Es ist aber auch so, dass sicherlich. Rückfragen bei der Brandschutzbehörde immer gut sind, weil es doch nicht immer ganz überall gleich oder es wird nicht überall gemacht. Oder ja, dementsprechend sicher mal rückversichern, ob ihr auf dem richtigen Weg seid, dann dieser Ausführung entsprechend. Aber ihr wisst das jetzt grundsätzlich natürlich, wenn ich Splitschicht habe, sobald ich eine deckende Splitschicht habe, ist das auch erfüllt. Also das ist hier noch zu sagen. Der Verkäufer meinte noch, ein Blech würde auch gehen, aber wer verlegt schon ein Blech auf einer Terrasse? Gut, aber würde auch gehen in diesem Bereich. Das Glasfasergewebe, das hier jetzt im Umlauf ist, das gibt es in Schwarz bei uns. Wir haben uns für das Schwarze entschieden, wir machen das nicht selber. Es gibt zurzeit, glaube ich, einen Hersteller in Europa, der das RF1 geprüft hat. Also der macht jetzt einen guten Gewinn wahrscheinlich daraus, nehme ich mal an. Das ist das Brandschutzvlies bei uns eine Handelsware. Das machen wir nicht selber. Selber produzieren wir, wie wir gesehen haben, die Dämmstoffe und die Polymerbetonbahn. In dieser Brandschutzrichtlinie hat es viele so Tabellen, die niemand versteht oder die man. das schmunzelt einer, die man dreimal oder viermal anschauen muss. Für euch einfach wichtig zu wissen, oder grundsätzlich RF1 Dächer, Schichtaufbau 1, ist eigentlich bei uns in der Schweiz in 95% RF1. Das heißt, Dächer, die bekiest sind oder begrünt sind, oder, die sind RF1 entsprechend, sobald ich die geschützt habe. Ein Nacktdach hier so, das gilt als RF3. Das ist vielleicht mal wichtig zu wissen, oder? Und diese Tabellen, ich könnte jetzt hier alle Schichtaufbauten zeigen, aber würde doch ein wenig zu lang gehen. Für euch wichtig zu wissen, es gibt auch geprüfte Systeme. Also wenn ihr irgendwo ein Hochhaus baut und vielleicht denkt,
ihr könnt das nur mit Steinwolle lösen, aber jetzt habe ich da noch Liftüberfahrten und Technik und ich muss das irgendwie anders machen und ja, und begrünen kann ich dort nicht und wie soll das funktionieren? Da gibt es eben diese RF2-klassifizierten Systeme und die kann ich sogar beim Hochhaus einsetzen, oder? Also wir von Swissport haben solche geprüften Systeme, das heißt, das sind die Beruf T1, heißt diese Prüfung, die man da machen muss. Dann muss dieses System wird dann in einem Brandversuch geprüft, ob das funktioniert und hält entsprechend. Also wir haben heute die Möglichkeit, wie auch bereits ausgeführt, beim CRS Tower da in Bratteln auf einem Hochhaus diese Überfahrten eben mit entsprechender Dämmung, PU, EPS, die wir geprüft haben, mit unseren eben speziellen Bahnen dann entsprechend, wo geprüft sind, auszuführen. Also da gibt es Möglichkeiten. Einfach, dass, wenn Sie mal in so einem Bereich sind, mal nachfragen, was gibt es da für klassifizierte Systeme, weil es kann sich niemand genau vorstellen, ja, wenn man das liest, ja, was ist das und woher kriege ich diese Prüfungen und so weiter. Also bei uns gibt es das. Genau. Dann kurz zur Fassade oder eben dann zum Übergang ins Dach, im Brandschutz, oder? Dieses Bild ist ja aus dieser verputzten Außenwärmedämmung, Stand der Technikpapier, weil nicht, ob ihr das im Haus habt. Das ist aufgezeigt, wie diese Brandschutzriegel montiert werden müssen bei EPS-Gebäuden über 11 Meter bis zur Hochhausgrenze, die Brandriegel hier eingebaut werden. Entsprechend oder eben, wenn ich auf die Pier Top gehe, wie wir gehört haben, kann ich das ohne Brandriegel machen, entsprechend. Und jetzt hier gestrichelt, oder, der Übergang zum Dach, was heißt das? Dort habe ich verschiedene Möglichkeiten, also folgende Brandschutzmaßnahmen sind hier möglich. Ich baue da wie üblich den Brandriegel ein, auch da oben, dass das Feuer hier nicht aufs Dach rüberspringen kann entsprechend. Ich habe vielleicht einen Betonsockel, den ich oben RF1 dämmen kann, oder ich habe eine Holzplatte entsprechend, die mir 30 Minuten Feuerwiderstand bringt. Wir haben hier mal so eine Tabelle gemacht, Erklärung, welche Produkte sind möglich. Also eine Holzwerkstoffplatte bringt eben dann auch diese 30 Minuten, also wäre auch möglich einzubauen. Eine Stahlzarge würde jetzt nicht gehen in diesem Fall, wenn Sie ein Gebäude über 11 Meter haben, im Dachrandbereich eine Stahlzarge einzubringen. Das bringt dann eben nicht diese 30 Minuten. Vielleicht gut zu wissen, wenn Sie da irgendwie Gebäude über 11 Meter planen, dass sich da beim Übergang zum Dach auch ein Auge darauf richten soll. Ja.